Hallo, liebe Leute, und es geht weiter hier im mysteriösen Spiegelzimmer in Schneewittchens Haus. Und ich war zuletzt bei diesem wunderbaren Panelrätsel, was ich jetzt nochmal weiter versuchen werde, indem ich weiter hier dusselig irgendwas probiere. Ja. Was bisher ja nicht hingehauen hat. Aber man kann es ja mal versuchen. Ist das hier eigentlich ein Übergang? Ich habe ja keine Ahnung. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass der Weg hier so rübergehen kann. Ich glaube, das muss schon eine klare Linie sein. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht irgendwie demnächst mal langsam schaffe, dann mache ich auch nicht mehr weiter. Dann überspringe ich das einfach. Und dann können die mich ja alle mal. Genauso wie mit den Fischen. Ich gucke gerade, während ich drücke, ob sich bei den Pfeilen hier was tut. Ich glaube aber eher nicht. Ich finde es immer noch total blöd, dass man während dieser Rätsel keinen Tipp nehmen kann. Es kann aber natürlich auch sein, dass das an dem Schwierigkeitsgrad vielleicht liegt, den ich gewählt habe. Sorry, ich musste kurz mal eben meine Katze anmeckern, dass sie runter von meinem Bett soll. Nicht, dass sie mir darauf macht, und das will ich nicht. Ja, ich habe jetzt hier so viel schon rumprobiert, aber irgendwie ist ja wohl das Richtige noch nicht dabei gewesen. Dabei sieht das ja immer so ganz gut aus eigentlich. Und wenn ich das so mache und hier diesen mit dem Übergang nehme, dann geht das hier so lang und da so da lang und dann hier würde es ja rüber gehen. Aber anscheinend gilt das nicht oder so. Und wenn der hier oben lang geht, es leuchtet hier ja immer so komisch. Dann denke ich immer, das ist der Richtige, aber wer weiß. Ach, ich lasse es jetzt. Ist egal. Mit dem Überspringen des Rätsels ist der Hinweisspiegel für 5 Minuten nicht verfügbar. Ja, ist okay. Passt schon. Ich habe keine Lust mehr. Keine Ahnung, wie es richtig gewesen wäre. Was soll's. Das Dokument weist den Ort eines steinernen Buchs auf, welches einen Geheimgang wahrscheinlich preisgibt oder so. Ja, das hatte ich auch schon. Habe ich denn jetzt, was ich will? Das ist der Spiegel. Da soll ich hin? Und wo bin ich? Ich bin ja jetzt hier in diesem Häuschen. Blick da immer noch nicht ganz durch. Bin ja jetzt im Haus, aber ich sehe das auf der Karte nicht, wo jetzt das Haus war. Irgendwo gibt es hier auf jeden Fall noch eine Wimmelbildszene. Werde ich mal suchen. Die werde ich jetzt mal suchen. Hier nicht. Hier beim Schwan auch nicht. Ups, das wollte ich nicht. Was ist das überhaupt? Mysteriöses Armband? Runder Spiegel, quadratischer Spiegel. Also wir müssen da anscheinend auch noch ein paar Spiegel irgendwann mal einsetzen. Vielleicht mal hier rüber. Da unten waren wir auch schon länger nicht. Hier soll ich aber nichts machen. Nee, da vielleicht. Hier auch nicht. Hier bin ich anscheinend falsch. Dann ruder ich wieder zurück. Geh mal ins Gewächshaus. Da rein. Nö. Was sollte ich hier nochmal reinstellen? Ach ja, die. Davon habe ich aber auch noch nicht alle. Gibt's hier was zu tun? Nö. Nö, nö, nö. Hier soll ich was machen, beim Schwein. Gut, dann machen wir das doch mal.
nicht so einfach. Was ist denn mit diesen eckigen Dingern? Wo sind die denn? Und dieses lange hier, das habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, da vorne ist es. Die ganzen Papiere hier. Oder was es auch immer sein soll. Noch so eine Plakette oder was? So ein, ach nee, das ist ja jetzt schon fertig. Das habe ich schon zusammengebaut. Stimmt, Quatsch. Ich suche jetzt nur noch so eine Münze. Und dann das hier nur noch. Da, 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 da. So, und damit habe ich... Was habe ich denn jetzt überhaupt? Steinernes Buch der... der Weisen. Nicht den Stein der Weisen, sondern das steinerne Buch der Weisen. Und jetzt kommt die Karte und ich weiß auch nicht, was ihr von mir wollt. Damit enträtsel ich nicht den... Ne? Nein, das kann ich ihm geben. Er ist nämlich der Weise. Genau. Und da gibt's was zu tun. Der Kupferstich ähnelt einem Porträt von Aschenputtel. Ach so, hier ist Aschenputtel. Auf diesen samtenen Kissen liegt ein Glasschuh. Dann sollte hier bestimmt auch noch einer hin. Die riesige Bibliothek enthält Werke in einer Vielzahl von Sprachen. Ach, wie schön. Wie schön, ich mag Bücher ja. Aber da fehlt was. Auf dem Bücherregal stehen die Klassiker der arkanen Künste. Ein spezieller Band fehlt jedoch. So. Ein goldenes Armband glitzert im Licht. Hier, noch eins. Da. Ach, das bekommt sie sogar. Und dann kann ich da durchgehen und dann kann ich hier wimmeln. Jetzt noch dieses andere Flügelding hier, was ich gerade nicht finde. Was brauche ich noch? So ein Stück Krone oder was? Ja, ne? Und auch noch der kleine lila Stein. Ist das der? Ja. Ja, wo ist denn hier das Flügelding? Ich hole mir mal einen Tipp. Da oben. Jetzt nur noch das eine hier. Mit so einem Loch und so golden. Das passt ja eher hier so in die Ecke. Ist das hier irgendwo vielleicht? Da war es ganz klein. Und dann haben wir den stählernen Dolch. Können wir den vielleicht dem Ritter geben? Ach, was habe ich denn gefunden? Porträt der Prinzessin.
Was steht denn da? Auf der Notiz steht, ist der uralte Stab aktiviert, gieße den Fluchbrecher darauf und er wird Unsterbliche sterblich machen. Aha, okay. Möchten wir das überhaupt? Die Schatztruhe ist randvoll mit Reichtümern, die einer Prinzessin würdig sind. Hier liegt ein Haufen Münzen. Wäre es so schlimm, wenn ich ein paar einstecke? Nein. Kein Problem. Gut. Dann war es das hier vielleicht. Ich habe noch ein Chamäleon-Objekt gefunden. Da gehört das Buch rein. Und hier soll ich auch wieder wimmeln. Beziehungsweise wir. Ihr sollt ja eigentlich auch immer mitsuchen. Bin mir sicher, das könnt ihr genauso gut oder besser wie ich. Ja, ich suche hier noch diese goldenen Dinger, auf jeden Fall. Bestimmt hier auch im Goldenen wieder so versteckt, genau. Das war aber nur einer. Da ist der andere. Und wo ist dieses Rosane hier? Ach, da war es schon. Nur das letzte finde ich natürlich wieder nicht. Super. Doch, da war's. Aber auch nur per Zufallsklicken. Das war jetzt nicht so einfach. Hachatkelch. So, dann werden wir ihm mal den Dolch geben. Nee, den will er nicht. Du auch nicht. Möchtest du einen Spiegel? Was willst du denn nochmal? Ach ja, die Statue des Königs. Okay. Und du willst keinen Dolch? Na gut, dann nicht. Ich gehe hier einfach nur so mal rein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich soll hier raus wieder. Okay, dann gehen wir da mal hin. Hier soll ich nämlich wimmeln können. Ja, es wird nicht einfacher, es wird irgendwie, ja, obwohl an ihrem Kopf waren jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Teile. Da oben ist der Ring, suche ich die rosanen Blumen. Die rosanen Blumen, ach, das sollte ich auch noch, ach, das war, da hatte ich doch schon hingeklickt, oder nicht? Naja, dann wohl nicht. Wo sind denn nun jetzt die da, die sieht eigentlich aus wie Ohrringe, aber Trägst du Ohrringe, Schneewittchen?
Ich finde sie übrigens eigentlich ganz hübsch hier, aber sie sieht halt echt aus wie eine Puppe, vor allem mit diesen Armen irgendwie. Sollte ja eigentlich zu finden sein, aber ich finde sie einfach nicht. Ja, nee, ist klar. So sehen die hier auf dem Bild aus und so blass sollen die da. Nee, ist klar. Wenn ihr meint. Gut, okay. Was sagt die Karte? Ich befinde mich da und so, aber ich soll was? Hm? Wissen wir nicht. Ich soll bestimmt irgendwas machen. Ich habe jetzt auch so viele Kelche irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, es bringt ihm ja gar nichts. Hm. Da ist ja nur wieder die Schwanenprinzessin. Das nutzt mir, glaube ich, nicht viel. Dann gehe ich eher zurück. Zum Schwein. Zu ihm. Da hinten hin. Hier war doch aber nichts zum Einsetzen. Das. Nee. Wo kann ich denn diese Kelche einsetzen? Da nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Hm. Da hinten vielleicht? War das hier? Hm. Vielleicht bringt mir das hier ja was. Was mit dem Schuh? Der Apfel. Hm. Nee, da fehlen mir auch noch immer noch zwei. Kann ich das hier raushauen? Nö. Scheint, als gehörten hier zwei Kelche hin. Ach so. Dann doch hier gehören die Kelche hin. Bitteschön. Kapitel 7. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir Kapitel 7 dann im nächsten Part von der Fluch des Froschkönigs. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.